1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So ist es. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. In der Nacht von Freitag auf Samstag, immer eine freie Themennacht. Immer habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz einfach anzurufen, zu welchem Thema auch immer, 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin ist 46 Jahre alt und heißt Doro. Guten Morgen, Doro. Hallo? Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Doro. Ja. Bist du's? Ja. Ja, das ist ja schön. Freue ich mich. Guten Tag. Guten Tag. Weswegen hast du mich angerufen? Ja, ich rufe dich an wegen dieser komischen Ananas-Sperma-Geschichte an. Ja, ja. Vielleicht kurze Vorbemerkung. Vor einer Woche ungefähr hatte ich ein junges Mädel hier in der Sendung. Die fragte mich, ob man den Geschmack von Sperma verändern kann. Und nicht wissend habe ich gesagt, nein, das kann man nicht. Darauf kam eine Flut von Mails von euch und da habe ich einige vorgelesen vor ein paar Tagen in der Postecke. Und da sagte man, mit Ananas und Früchten und Kiwi könnte man das Ganze sehr wohlschmeckend gestalten. So, das wäre die Vorgeschichte. Aber du hast sicher auch da was zu anzumerken, oder? Wir haben es heute Abend ausprobiert. Ihr habt es ausprobiert? Ja. Du und dein Freund? Ja, mein Mann. Dein Mann, ja. Aber... es schmeckt immer gleich gut. Es schmeckt immer gleich gut. Moment, das heißt, du hast deinem Mann Ananassaft gegeben? Richtig. Wie viel? Ein Liter. Ein Liter? Ungefähr so. Ein Liter Ananassaft. So ein Tetrapack voll. Ja, das ist schon reichlich. Ja, finde ich auch. Aber es hat sich nichts verändert. Und der Geschmack ist so, wie er immer war? Richtig. Und du kannst aber mit dem Geschmack gut leben? Natürlich. Was fragen wir da? Ja, also ich denke mal, das junge Mädchen sollte mal sich überlegen, entweder mag man den Mann oder man mag ihn nicht. Ja, klar. Klar, das ist natürlich eine schöne Aussage, die wir Männer sehr gerne hören. Das ist natürlich ja, wahr. Es ist, glaube ich, so. Es hat sich wirklich nichts verändert, gar nichts. Du fragst dich ja, was dein Mann zudem noch zu sich genommen hat. Hat er Fleisch gegessen, Knoblauch gegessen, kräftig geraucht? Ja, was ich ihm sonst immer zu essen gebe. Vielleicht wirkt das nur, wenn man... Heute Abend hat er nur Toast gegessen. Toast ja. Mit Käse, Schinken, ganz normal. Das ist harmlos. Und harmlos. Ananassaft. Richtig. Und du merkst wirklich keine Veränderung, gar nichts? Nein, gar nichts. Vielleicht muss man das so machen, dass man erstmal vorher 3 Tage fastet und dann nur Ananassaft. Wirklich nur Ananas essen. Oder so, ja, nur Früchte essen. Früchte, genau. Und nur Ananas essen. Aber wenn man den Mann nicht liebt, dann schmeckt das auch nicht gut. Das stimmt, da hast du wirklich recht. Das hat auch sehr viel mit dem Gefühl zu tun. Richtig. Ne, wenn man wirklich jemanden liebt, dann nimmt man einen bitteren Beigeschmack auch gerne in Kauf, dann ist es halt so. Es ist doch nicht bitter, Domian, oder? Bisweilen schon, ja. Och. Ja. Das ist doch. Dann hast du so einen richtigen Süßen da als Ehemann. Toll. Und kannst dich gar nicht beklagen. Nein, aber spulen wir mal die Zeit ein bisschen zurück. Aber wirklich, es hat sich nichts verändert. Also ich habe gedacht, man versucht mal, ja. Spaßeshalber. Also ich finde das eine gute Idee und würde euch gerne auch mal auffordern, versucht es doch mal. Und wir sind alle sehr interessiert an euren Experimenten. Ja. Doro hat uns jetzt ihr Resultat hier gerade erzählt. Richtig. Mal sehen, was die anderen rauskriegen. Oh, cool. Ja. Aber eine Frage an dich noch. Ja. Wir spulen mal die Zeit ein bisschen zurück, als du angefangen hast, mit den Jungs rumzumachen. Ja. Und das erste Mal diese Erfahrung gemacht hast mit dem Sperma. Wie war denn das für dich damals? Ich weiß nicht. Ich hab gut, wenn man das so macht und man muss den Mann mögen. War damals auch schon so deine Überzeugung, dann funktioniert das auch. Ich schluck nichts, weil ich nicht mag. Ja, ja, gut. Ja, gute Grundeinstellung. Aha. Ja. Liebe Doro, danke dir für den Anruf. Okay. Schönen Gruß an deinen Mann und macht's euch noch nett. Okay. Tschüss. Tschüss.
So, ihr Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ran ans Telefon. Das ist eine kostenfreie Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit der Daniela. Und Daniela ist 25. Hallo Daniela. Hallo. Guten Morgen. Was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, ich bin seit 3 Jahren verheiratet und ich bin 24 erstmal. 24, ich bitte um Entschuldigung. Nicht schlimm. Und ich bin mein Mann jetzt schon 5-mal fremdgegangen in den 3 Jahren Ehe. So verteilt auf die ganzen 3 Jahre oder in verteilt. Der letzten? Also es fing schon ganz früh an, das erste Mal. Es fing jetzt eigentlich vor 2 Jahren fast genau schon an, ja, dass ich mein Mann fremdgegangen bin. Aber im Prinzip, ich liebe meinen Mann, ne? Aber habe diesen Reiz, dass ich mit anderen Männern im Prinzip auch gern schlafen möchte. Also der Sex reizt mich eher. Also lieben tue ich meinen Mann, nur dieser Sex, der reizt mich mit anderen Männern. Ist klar, das ist oftmals die Motivation, fremd zu gehen. Ja, aber im Prinzip liebe ich den ja auch. Ja, das habe ich schon verstanden. Na? Das sagen viele. Ja, ich möchte ihn ja auch im Prinzip auch nicht verlieren. Und ich kann auch auf dieses Sex auch wiederum nicht verzichten. Ja, aber du bist auch zu feige, es ihm zu sagen. Ja, das ist nämlich die Frage, ob ich es ihm sagen sollte. Ich möchte ja auch nicht, dass er mich als Schlampe sieht. Aha. Also du möchtest gut dastehen. Du möchtest all deine Gelüste befriedigen rundherum. Und du möchtest halt auch noch, dass er denkt, du bist dir treu. Du bist ihm treu. Genau. Okay, er ist auch fast nie da. Nur am Wochenende sehen wir uns eigentlich richtig. Mhm. In der Woche kaum. Also hallo und tschüss, das wär's. Also, aber ihr wohnt schon zusammen und er verbringt die Nächte auch bei dir? Manchmal halt nur. Meistens ist er auch auf Montage. Das kann auch gut möglich sein. Dann ist er mal 2-3 Wochen nicht da. Ja. Und diese 5-mal fremdgegangen, waren das immer fremde Männer? Ja, also es waren Kunden. Ich bin Friseurin vom Beruf her. Oh, wie praktisch. Ja. Echt, dann säuselst du denn den Kunden ins Ohr? Wir konnten nein, das ergibt sich halt anders. Dass Kunden, die ich halt öfters die Haare schneide, dass wir dann halt ins Gespräch kommen und die Nummern austauschen. Ja. Es fängt ja im Prinzip erst mit SMS-Schreiben an und dieses Umwerben von den Männern. Ah ja, so geht das. Weil im Prinzip mein erster Mann gewesen, mein Ehemann. Ich bin, seitdem ich 14 bin, mit dem zusammen. Und kannte das im Prinzip auch noch nicht, dieses Umwerben zu werden von Männern. Und so fängt es dann halt an mit den, sage ich jetzt mal, mit den Kunden, mit dem letzten Mann, mit dem ich halt geschlafen habe. Das ist jetzt ein halbes Jahr her, wo wir halt SMS schreiben, telefonieren. Ja, und dann, aber dann auch nur einmal. Dann treffen wir uns halt das eine Mal und dann. Und hier geht es da wirklich, wie du gerade gesagt hast, ausschließlich um den Sex. Du bist nicht verliebt gewesen bisher in die Männer. Nein, überhaupt nicht. Also Verliebtheit überhaupt nicht. Bist du auch die erste Frau für deinen Freund? Nein, bin ich nicht. Er ist auch älter als ich. Wie viel älter ist er? Der ist schon 30. 30. Ja, das ist natürlich wirklich in der Tat immer ein Problem, wenn man bei dem ersten Menschen bleibt, in den man sich verliebt hat. Und nie eine andere Erfahrung gemacht hat, halte ich es fast für völlig normal, dass man irgendwann die Lust hat, auch mal was anderes zu erfahren. Das ist immer so eine traumhafte Vorstellung. Ja, wir haben uns mit 14 kennengelernt, geheiratet und wir sind uns treu und nie ist was anderes passiert. Mag es vielleicht alles auch geben, aber ich glaube, in der Regel ist man dann doch neugierig auf was anderes. Aber du kannst nicht beides haben, Daniela. Du kannst einfach nicht beides haben. Da musst du mit deinem Freund offen das diskutieren, dass du gerne auch mal eine andere Erfahrung machen möchtest, dass du ihn dabei liebst. Aber dann wird er sich garantiert von mir scheiden lassen. Ja. Weil er ist da sehr eigen mit. Was macht er denn, wenn er es rauskriegt? Wenn er es rauskriegt? Alles kann irgendwie auffliegen. Abgesehen davon, dass du ihn betrügst und dir eigentlich nicht in die Augen gucken kannst, wenn du in den Spiegel schaust. Es klingt bescheuert, aber ich denke, ich mache mir das ein bisschen einfach, dass ich mir so... Du machst es dir super einfach. Ja, dann denke ich, kann das gut trennen. Also das ist ja im Prinzip nur Sex. Es ist ja keine Liebe. Es ist ja nur einmal und dann nie wieder. Finde ich alles okay, wenn man das in Absprache mit dem Partner macht. Finde ich völlig in Ordnung. Finde ich auch legitim. Aber es ist einfach ein Hintergehen und ein Betrügen des anderen, wenn man das verheimlicht. Und wie stehst du da, wenn es irgendwie rauskommt? Alles kann rauskommen. Was würdest du tun, wenn man das mit dir machen würde, wenn er nebenher ab und zu mal Frauen hätte? Nee, ich würde da, glaube ich, anders reagieren. Also ich würde nicht durchdrehen, wenn er mir das sagen würde oder wenn ich seine erste Frau gewesen wäre. Ja. Ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, der hat auch vor mir rumgehurt. Ja. Also bevor ich mit ihm zusammen
war und der hatte da genug Freundinnen gehabt und auch seinen Spaß auch gehabt im Prinzip. Okay, aber genauso kannst du ja auch mit ihm reden. Dass es dir einfach um die Erfahrung geht. Das kann jeder Mensch nachvollziehen, der sich ja ein bisschen reindenkt, dass es dir um die Erfahrung geht. Ich glaube, du hast auch gar nicht den Mut, ihn eventuell darauf anzusprechen. Du lässt das alles so laufen. Ja, weil wie gesagt, ich liebe ihn. Und wenn er sich dann von mir trennen würde, dann hätte ich alles kaputt gemacht. Weil ich das ist jetzt ein halbes Jahr her, mit der letzten Affäre. Und da habe ich mir halt gedacht gehabt, ob ich ob ich damit aufhören soll, weil es ist jetzt auch irgendwo genug. Wie lange soll es denn noch weitergehen? Gute Frage. Eigentlich gar nicht mehr. Aber ich garantiere dir. Die Frage ist, ob ich ihm das wirklich sagen soll. Deswegen habe ich dich auch angerufen. Was du davon? Also du meinst, ich sollte es ihm sagen. Finde ich schon, ja. Ich finde, das ist auch eine gute Liebe. Ja, ich weiß, dass das immer mit einem Risiko verbunden ist. Aber letztendlich wird diese Unzufriedenheit und diese Sehnsucht und die Neugierde da bleiben. Du bist jetzt gerade mal erst 24 Jahre alt. Gehen wir mal noch ein paar Jahre weiter. Du bist mit ihm, seitdem du 14 bist, zusammen. Da ist es sowas von normal, dass man da auch mal ein bisschen sich umschauen möchte. Irgendwie wird es sich dann auch auf eure Beziehung auswirken, die Unzufriedenheit. Also in diesem Fall bin ich wirklich dafür, das zu diskutieren. Zu diskutieren mit ihm darüber, pass mal auf, ich habe auch Lust, irgendwie was anderes mal zu erleben. Du kannst ihm das ja auch vorschlagen, dass ihr das vielleicht zu zweit macht, dass ihr in einen Swingerclub geht, dass ihr mit einem anderen Pärchen was macht oder so. Du kannst ihn ja auch mit einbinden. Da ist er, glaube ich, gar nicht für. Bin ich mir eigentlich schon fast sicher. Ja, okay. Dass er dafür nicht ist. Ja. Aber dann ist natürlich die Frage, du meinst, wenn du ihm das so klar sagst, dann sagt er Tschüss. Ja. Definitiv. Zu 90%. Finde ich auch von seiner Seite aus nicht in Ordnung, so radikal dann zu reagieren. Wobei ich nicht weiß, ob das stimmt. Würdest du denn sagen, dass er dich liebt? Ja. Aber der ist auch sehr besitzergarten, sag ich jetzt mal so. Also der sieht das gar nicht an, dass er mich teilen möchte. Ja, aber er war auch sehr stolz drauf, dass ich keinen Mann vor ihm hatte. Aber das ist doch ein Mackergehabe, Mensch. Das ist doch Machotum hoch, was weiß ich. Also ja, ich weiß nicht, ich denke mir so, ich habe jetzt eigentlich genug nach dem fünften Mal. Okay, sagst andererseits habe ich den Reiz natürlich schon da. Ja. Nur es ist bis jetzt nicht aufgeflogen, ne? Ja, aber das ist immer bei allen Geschichten so, wenn man eine Weile lügt und denkt, ach, das ist bis jetzt nicht aufgeflogen, geht auch weiter so. Und du sagst, jetzt im Moment hast du genug. Ich glaube das nicht. Ich glaube, in ein paar Wochen, ein paar Monaten irgendwas passiert wieder. Ja, wenn er wieder auf Montage ist. So. Also wenn er die Woche mal zu Hause ist und so. Ja. Also aber die er Woche wird auch, ist er zum Beispiel auch wieder auf Montage, dann würde ich mich nicht einsam. Er wird immer wieder weg sein. Diskutiere diese Unzufriedenheit und diese Sehnsucht mit deinem Freund. Diskutiere sie doch erst einmal. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du dann vielleicht sogar eine Beichte hinlegst. Dann hast du die Gewissensbelastung von der Seele. Das stimmt auch. Ja. Außerdem ist es einfach mies, einen Menschen, den man liebt, so und dann permanent vielleicht zu betrügen. Das ist einfach mies. Stimmt. Auch ja, das kann ich auch natürlich verstehen. Ja. Nur wiederum würde ich das, ich sehe das ja natürlich dann anders, wenn er mir das sagen würde. So, dann kannst du ihm, dann kannst du ihm das ja genauso vorschlagen. Dann kannst du sagen, pass mal auf, wir machen einen Pakt. Gib mir ein bisschen Freiheit, ich gebe dir die Freiheit auch. Ja, mal sehen, wie er darauf reagiert. Dann kann ich mich ja nochmal melden und sagen, wie er überhaupt reagiert. Ja, wäre ich sehr interessiert, Daniela. Also, leg mal los und sieh mal zu, dass du die Entscheidung so triffst, dass sie richtig ist für dich. Okay. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Ciao. So, hier ist Monique. Monique ist 24 Jahre alt. Hallo Monique. Hallo Domian. Guten Morgen. Morgen. Dein Thema. Ja. Mein Thema hast du jetzt in letzter Zeit laufend am Wickel gehabt. Es geht um den Geschmack von Sperma und wie man es erträglicher macht. Wir hatten es ja gerade vorhin. In der Tat. Manchmal treten wir so Themen los und die begleiten uns dann ein, zwei Wochen und dann ist auch gut. Aber irgendwie beschäftigt das die Leute. Ja, bei mir ist es einfach so, ich möchte jetzt mal generell mit diesem ganzen Mythos einmal aufräumen. Also die Anruferin, die du vorhin ja hattest. Die Doro. Die war ja nun der Meinung, es sei ja völlig verrückt, weil jetzt hätte sie ihrem Mann einen Liter Ananassaft gegeben und es hätte sich nichts verändert. Mhm. Das braucht natürlich ein bisschen länger Zeit. Ne? Also das geht nicht von nur auf nix. Also das hat schon so mit 2-3 Tage regelmäßig Zitrusfrüchte, Ananassaft. Du lieber Gott. Zu sich nehmen hat das schon zu tun. Ehrlich, so lange? Ja.
Ja, doch. Also ich dachte auch, man kippt sich da irgendwie so ein paar Gläser Ananas in den Kopf und dann ist gut. Na, das wäre ja einfach. Man muss das schon so 2-3 Tage vorher mit anfangen. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, natürlich. Natürlich. Was frag ich? Ich kann ja nicht einfach hier was vom Bach reden, nein, was da gar nicht hinkommt. Stimmt, genau. Ja, auf jeden Fall ist halt auch sehr wichtig, dass man in der Zeit nichts Scharfes zu sich nimmt. Also nichts von wegen Chili oder Knoblauch ist Gift in der Zeit. Ja. Das geht gar nicht, weil dann wird das Sperma automatisch bitter. Aber das ist ja eine Selbstkasteiung, wenn man dann 3 Tage irgendwie nur super öko-gesund leben. Gesund, Knoblauch ist ja noch auch gesund. Also nur so darauf bedacht leben. Ein bisschen mehr auf Süßes einfach. Aber es ist ja auch so. Ich meine, du erinnerst dich vielleicht, du hattest meine Anruferin, die hatte ja auch das Problem. Ne, da kam ja diese ganze Sperma-Geschichte ursprünglich. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und da war ja das Problem vor allen Dingen, dass ihr Freund ja darauf bestanden hat, entweder sie schluckt oder genau sie hat eben mit ihm überhaupt keinen Oralverkehr. Genau, ja, sowas. So, und da braucht man natürlich irgendwann einen Kompromiss. Und wenn er nun so darauf besteht, dass sie nun schluckt und es halt auch eigentlich nicht entbehren möchte und sie eben sonst in Verlegenheit kommt, fremd zu gehen, ja, dann ist das natürlich eine Alternative. Und es funktioniert eben einfach auch. Und es ist auch für einen Mann oder auch für eine Frau sowohl als auch gar nicht mal so ungesund. Ne? Das ist ja Ananas ist super gesund. Ananas ist eine... Also bist du denn im Moment in einer festen Beziehung? Nee, die ist jetzt gerade beendet. Aber mit der Beziehung hast du dieses experimentiert? Ja, unter anderem. Und du wusstest unter anderem, was noch? Ja, also das Experiment fand das erste Mal statt, da war ich 17 mit meinem ersten Freund. Auch schon mit Ananassaft? Ja, der hat halt generell sehr scharf gegessen. Mhm. Und wenn ich ihn da oral befriedigt habe, dann war das natürlich schon, dass man jetzt, wenn er dann halt im Mund kommt, dass man ihm das nun nicht auf den Bauch spucken möchte. Und, aber wie seid ihr denn, wie bist du, da seid ihr auf die Idee gekommen? Woher wusstest du das mit den Säften oder mit Ananassaft? Naja, ich habe mich viel mit Ernährung irgendwie insgesamt schon auseinandergesetzt. Ja. Und ich weiß, dass der Mensch immer widerspiegelt, was er halt gegessen hat. Zum Beispiel, wenn du sehr viel Spargel isst, dann riecht dein Urin stark danach. Ja, das wissen wir alle. Gehen wir alle gar nicht gerne Pipi machen danach. Genau. Ne? Weil es dann gleich... Da sieht man halt schon mal, was so solche Sachen für Wirkung haben. Und ich habe halt überlegt und habe mich eben, wie gesagt, so ein bisschen schlau gemacht und habe halt rausgefunden, dass Süßes, insbesondere Zitrusartiges, den Körper eben positiv beeinflusst. Und jetzt kommt der große Scherz dabei, nicht nur beim Mann, sondern auch bei der Frau. Bei der Frau. Ja, also wenn zum Beispiel ein Mann mit einer Frau Oralverkehr hat und ich sage jetzt mal ganz blöd, sie schmeckt ihm nicht, dann ist da auch genau die gleiche Lösung angebracht. Das ist ja interessant. Ne? Also das ist immer ganz interessant. Praktisch. Aber wie gesagt, also, es wird halt nicht von heute auf morgen, es braucht schon eine geringe Umstellung. Also sollten beide vielleicht mal 2 Tage nur gesundes, obstmäßiges essen. Und, genau, genau. Mhm. Und sonst gibt es noch Trick 17, da muss natürlich der Mann auch zu einwilligen. Ja. Und zwar sind das einfach die Möglichkeiten, Honig zu nutzen. Weil Honig, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du viel Honig in den Mund nimmst, betäubt das so ein bisschen die Geschmacksknospen. Nee, ja? Nee, wusste ich nicht. Und muss der Mann sehr viel Honig essen? Nee, er muss ihn nicht essen. Wenn du ihn oral befriedigst, streichst du ihn einfach vorher mit Honig ein. Das ist ja, kennst ja die Spielchen mit Sahne und all solche. Klar. Ne? Und wenn du das mit Honig machst, dann hat das eben den Vorteil, dass es die Geschmacksknospen auch betäubt. Aber dann kann die Frau doch einfach ein Löffelchen Honig vorher auch essen. Ja, natürlich. Ging auch, ne? Ginge auch, aber Problem ist, wenn du jetzt wirklich ein, ich sag mal, ganz ekliges Sperma beim Mann hast, dann kannst du noch so viel Honig Mensch, du bist ja die absolute Fachfrau. Ich bin ja völlig, völlig beeindruckt von dir. Ja, und das nach nur 2 Männern. Stell dir vor. Du hattest nur 2 Männer in deinem Leben bisher? Ja gut, was heißt nur? Wenn man da viel ausprobiert hat und getestet hat, kann man sehr... Wenn man das ja zugelassen macht, ne? Kann man sehr schlau werden. Geht es denn auch mit Pralinen oder mit Schokolade? Nee, Schokolade hat leider nicht diese betäubende Wirkung. Bei Honig ist es halt das Gute, der ist so konzentriert süß. Nee, ich meine, wenn man viel Pralinen isst. Ach, du meinst, wenn man es jetzt isst? Isst, ja, oder viel Schokolade. Nee, weil der Witz ist, dass dieser Zucker in Früchten ganz anders im Körper verbreiten kann, als zum Beispiel Zucker, der in Schokolade ist. Bist du zufällig vom Beruf irgendwas auch mit Ernährung? Nee, gar nicht. Nee. Was machst du vom Beruf? Ich war ganz lange im Vertrieb tätig, Zeitschriften etc. Ach so, also was ganz, also überhaupt nichts, auch nichts mit Naturwissenschaften oder so? Nee, gar nicht. Aber ich habe mich halt immer schon für solche Sachen interessiert, also für Ernährung, für überhaupt Natur, für all das. Also ich bin generell ein sehr interessierter Mensch.
Also, ich halte fest, wir müssen mindestens 2 Tage Ananassaft trinken. Sollten während dieser Zeit möglichst gar nichts essen an scharfen Sachen, an Knoblauch oder Fleisch und kein Fleisch ist okay, aber eben diese ganz scharfen Dinge wie Knoblauch, Chili, ja, das geht eben. Wie ist es so mit einem lecker Kölsch oder einem Gläschen Wein? Darf ist auch nicht also, erlaubt? Doch, auf jeden Fall. Doch. Also Getränke sind da überhaupt kein Problem. Ja. Wichtig ist eben wirklich nur nichts sehr Scharfes zu sich zu nehmen, weil das, wie gesagt, sofort vom Körper in Bitterstoffe umgesetzt wird. Ja. Und dann hast du das Desaster. Habt ihr das denn immer so ausgehalten dann? Extra für diese Aktion, sag ich mal, die so vorzubereiten, dass man 2 Tage so sehr auf die Ernährung achtet? Ja, sagen wir mal so, wir haben es einfach so gemacht, dass wir generell einfach viel Obst mit so genossen haben, halt, also ganz normal als Nachtisch. Und ich persönlich bin sowieso nicht ganz so der Scharfesser und mein damaliger Freund konnte sich auch gut zu anderen Dingen überreden lassen. Also eigentlich wie gesagt, stand der Honig neben dem Bett. Echt? Der Honig stand immer neben dem Bett? Ja, ich meine, man hat doch so seine Sachen. Man hat die Handschellen neben dem Bett, man hat dich um den Honig neben Klar, dem Bett. Klar, ich habe auch meine Handschellen und immer 2 Pfund Honig da stehen. Und Nein, aber ich meine, man hat ja so seine Tricks. Mohrenköpfe sind da auch und so. Also, ich bin ganz so ausgeflippt, weil ich mit Mohrenköpfen. Aber es gibt schon kreative Ideen. Auf jeden Fall ist das doch eine ganz tolle Sache. Man hat Spaß, es steigert das Lustempfinden und es ist auch noch so richtig saugesund, ne? Richtig. Und richtig gesund. Eben, wie du sagst, es ist ein Genuss. Und ein Genuss, ja. Man empfindet ja auch Essen durchaus als sinnlich. Und ja, klar. Dann ist ja doppelter Spaß schlussendlich. Ja, ja. Also, ich danke dir sehr für das aufschlussreiche Gespräch, Monique. Ja, ich danke dir auch, dass ich durchkomme. Wenn du irgendwann nochmal was Neues hast oder eine neue Idee, bitte bei uns melden. Wir sind alle sehr, sehr interessiert daran. Ich werde mir was einfallen lassen. Dankeschön. Ja, tschüss. Ich wünsche einen schönen Abend. Dir auch, dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle sage ich euch mal unsere Themen nächste Woche. Nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt unser Thema In der Disco passiert. Und nächste Woche Donnerstag auf Freitag, die Nacht Transplantation und Organspende. So, jetzt geht's weiter mit unserer freien Themennacht und hier ist die Christina und Christina ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Christina. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's um meinen Stiefvater. Mhm. Und zwar bin ich ziemlich enttäuscht von ihm und meiner ganzen Familie. Ja, warum? Meine Mutter hatte vor 8 Wochen ungefähr ihren 3. Schlaganfall. Wie alt ist sie denn? 52. Ja. Und war halt danach zumindest rechtzeitig gelähmt. Mhm. Kann auch bis heute nicht sprechen. Lebt sie im Krankenhaus? In der Reha-Klinik. Reha-Klinik. Mhm. Der 3. Schlaganfall schon? Ja. Innerhalb welcher Zeit? 14 Monate. Mhm. Mhm. Und ich war halt bei 2 Malen dabei. Mhm. Bei den beiden schwereren. Ja. Wie war das? Was ist da passiert? Wie hast du das erlebt? Oder was hat deine Mutter gemacht? Also der erste, der ist im Schlaf passiert, da habe ich halt einfach nur gemerkt, als sie wach geworden ist, dass sie nicht mehr reden konnte und dass sie nicht mehr aufstehen konnte. Mhm. Und habe dann einfach, weil sie nicht mehr wirklich ansprechbar, den Notarzt gerufen. Mhm. Das heißt, du hast mit in dem Schlafzimmer geschlafen? Na, sie ist im Wohnzimmer auf der Couch eingeschlafen. Ah ja, das war nicht in der Nacht? Nee. Nee. Mhm. Und das war vor ungefähr 14 Monaten. Mhm. Und den ersten, den hat keiner wirklich mitbekommen, der muss halt sehr, sehr klein gewesen sein. Mhm. Und der andere, der war halt am 6. Januar. Der letzte jetzt? Ja, genau. Ja. Und da warst du auch bei? Ja, da waren wir unterwegs, freitags nachmittags, standen am Hauptbahnhof, haben uns unterhalten und von einer auf die andere Sekunde ist sie einfach umgefallen. Mhm. War bewusstlos? Ja. Ja. Nicht mehr ansprechbar, total apathisch. Da habt ihr sofort den Krankenwagen alarmiert? Ja. Ja. Ja, dann bin ich halt mit ins Krankenhaus gefahren, hab ihren Verlobten angerufen, was halt passiert ist. Der dein Stiefvater ist? Ja, die beiden sind nicht verheiratet, aber eigentlich haben wir im Prinzip ein gutes Verhältnis gehabt. Wie lange sind die beiden zusammen? 4,5 Jahre. Ja. Mhm. So, jetzt bist du sehr enttäuscht von ihm, sagst du. Ja. Warum? Weil er mich ziemlich hängen gelassen hat. Inwiefern? Also ich musste am Anfang zumindest alle behördlichen Sachen und alles, was zu regeln war, alleine machen. Mhm. Und nebenbei halt auch noch Schule. Mhm. Du bist 18 Jahre, sage ich nochmal. Ja. Der Mann ist wahrscheinlich 40, 50 oder sowas. Ja, fast 50. Mhm. Und der hat dich alles alleine regeln lassen. Ja. Auch Krankenhaus, Reha, Klinik, was man... Es gibt immer so viel zu organisieren, wenn Eltern krank werden und im Krankenhaus sind. Genau. Mhm. Und ja, ich mache halt nächstes Jahr mein Abitur und das war halt alles nicht so einfach. Mhm. Und
Meine Schwestern haben sich erstmal zumindest auch nicht wirklich gekümmert. Sind die älter oder jünger als du? Um einiges älter. Um einiges älter sogar? Ja. Und wohnen auch da in der Gegend? Nee, zwei nicht, aber eine schon. Mhm. Mhm. Also es lag alles auf deinen Schultern? Ja. Mhm. Hast du ihm das denn gesagt? Ja, warum übernimm du doch auch mal was? Mach du doch auch mal was? Ja, am Anfang nicht, weil ich halt auch vieles an mich gerissen habe, weil ich halt das Gefühl hatte, was tun zu müssen, weil man ja so sonst nicht helfen kann. Aber als ich gemerkt habe, dass es zu viel wird, schon. Und seine Reaktion darauf wiederum, als du ihm das so gesagt hast? Ja, das kann auch alles nicht so schwer sein und bla. Und das schaffst du schon und ach, du bist doch jetzt schon 18 und... Aha. Kümmert er sich denn sonst um deine Mutter? Hat er sie oft besucht im Krankenhaus? Ja, das schon. Das schon. Mhm. Also er kümmert sich um sie. Mhm. Und er redet auch ständig davon, wie es sein wird, wenn sie nach Hause kommen sollte. Also sie kommt nach der Reha-Klinik wohl erstmal in ein Heim, weil sie halt nicht behindertengerecht wohnen. Mhm. Aber wenn sie dann Fortschritte macht bezüglich Laufen und Ähnliches, dann wird sie wohl wieder nach Hause kommen. Aber das heißt, dass da wahrscheinlich zu Hause auch noch viel auch umgebaut werden muss und umgestaltet werden. Ja, eventuell umziehen. Oder das sogar? Ja. Und das liegt auch alles auf deinen Schultern? Ja, erstmal schon. Aber du kannst doch da mit dem ein bisschen Tacheles reden und sagen, pass mal auf, das geht so nicht. Wenn du hast gerade gesagt, dass das vorher ganz okay war, das Verhältnis. Ja. Also das Problem ist, glaube ich, dass er relativ unselbstständig ist. Ach so, und solange meine Mutter bei ihm war, hat sie ihn das halt relativ gut ausgetrieben und darauf auch geachtet, dass es nicht wieder sich so einschleicht. Ach so, oder deine Mutter hat alles übernommen an wichtigen Sachen und er hat sich bedienen lassen, kann das sein? Na, bedienen lassen nicht. Also sie haben das schon ganz gut geteilt, aber als er dann praktisch wieder auf eigenen Füßen stehen musste, dann hat er sich gedacht, ach, dann mache ich das halt wie vorher. Ja. Kriegt deine Mama das mit, dass du das meiste machen musst und dass da Spannungen sind zwischen dir und ihm? Nein. Nein. Ist auch gut so, ne? Ja. Weil sie hat jetzt genug mit ihrer Krankheit zu tun und nicht, dass sie sich noch Sorgen macht, dass da jetzt zu viel Spannung zwischen euch beiden ist. Aber nochmal gefragt, vorher war das eigentlich gut, das Verhältnis? Ja. Jetzt hast du gerade einen Satz gesagt, der mich so ein bisschen stutzig gemacht hat. Du hast gesagt, ich habe das auch alles an mich gerissen, um irgendwie zu helfen und um da zu sein. Ja. Kann das sein, dass du das vielleicht auch ein bisschen übertrieben hast? Nee, übertrieben nicht. Also dadurch, dass mir wirklich meine Lehrerin und so genau gesagt hat, dass ich wirklich darauf achten soll, dass es mir trotzdem noch relativ den Umständen entsprechend halt gut geht, habe ich schon relativ genau gewusst, was ich wirklich schaffen kann und was nicht. Und übertrieben habe ich das nicht, nee. Also ich finde es erstmal super toll, dass du das alles gemacht hast in deinem Alter. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und wenn man noch sehr jung ist, wird man unter Umständen auch nicht sehr ernst genommen, wenn man irgendwo anruft. Und ja. Also das finde ich schon toll. So, jetzt muss man überlegen, wie man im Sinne auch deiner Mama weiter vorgeht. Es ist ihr natürlich gar nicht gedient, wenn jetzt da so ein Stress aufkommt zwischen dir und ihrem Freund. Nee. Sie muss in glückliche Verhältnisse kommen, umso besser geht es ihr. Ja. Das heißt, du musst jetzt irgendwie sehen, dass du für dich eine Strategie findest, dass du das nicht so nah an dich herankommen lässt, auch dass du dich darüber geärgert hast. Und alles, was jetzt zusätzlich ist an neuen Sachen der Organisation, dass du einfach knallhart dann zu ihm gehst, pass mal auf, ich mach das und du machst das. Wir teilen uns das jetzt auf. Vielleicht ist er dann ja auch zugänglich. Du schilderst ihn ja auch als einen Menschen, der auch okay ist, ne, und sympathisch. Ja, schon. Ja, also kann man doch da sicher eine Ebene finden. Immer im Kopf haben das Wohl der Mutter, weil das darf nun wirklich nicht passieren, dass da noch Streit entsteht. Nee, auf keinen Fall. Ja, ich glaube, also das mit den behördlichen Sachen und so, das werde ich schon hinkriegen, dass er da was übernehmen kann. Mhm. Das Schwierige ist halt nur, dass er mir so überhaupt nicht zuhört. Also wenn wir zu Hause sind am Wochenende, ich gehe woanders halt zur Schule, ich bin auf dem Internat. Und am Wochenende redet er dann halt nur von ihm und ihr. Und wenn ich dann irgendwie mal was erzähle oder was frage und egal welche Antwort er gibt, er kommt nach 2 Minuten sofort wieder auf das Thema und es gibt überhaupt kein anderes mehr. Also es ist natürlich klar, dass ihn das total beschäftigt und dass ihm das sehr nahe geht, aber ich bin nicht diejenige, die ihm da als Mülleimer dient. Finde ich auch toll, dass du das so siehst und so beobachtest und es ist schon fast peinlich, dass er als so viel älterer nicht die Größe hat, das auch so zu sehen. Ja.
den wirst du im Moment nicht so auf die Schnelle verändern können. Der ist jetzt so, wie er ist. Versuch einfach dann auf Durchzug zu stellen, wenn er dann zu viel redet. Und vor allen Dingen geh gar nicht erst mit dem Anspruch dahin, dass er dir, was deine Belange anbelangt, groß zuhören soll. Mhm. Such dir da deine Freunde, die Leute, die dir wichtig sind. Ja. Ich würde das einfach versuchen, jetzt ganz, ganz sachlich sehen. Was ist zu tun? Was ist für die Mutter wichtig? Was muss organisiert werden? Und damit der Laden erstmal wieder in die Gänge kommt. Mhm. Und die Erwartungen eben an ihn nicht so hochschrauben. Ja. Ich glaube, nur so kannst du das hinkriegen. Ja, traurig. Ja, es ist traurig. Ja, in der Tat, es ist traurig. Aber im Moment musst du ja so ein Notprogramm fahren, ne? Ja. Dass du stabil bleibst, dass du auch nicht zu sehr ärgerst und dass verteilt wird, die Aufgaben und so weiter. Ne? Und vor allen Dingen, dass die Mutter wieder einigermaßen fit wird. Hm. Wie sind denn die Aussichten? Hat man das gesagt, wenn sie dann aus dem Heim kommt und alles gut läuft, dass es wieder fast normal werden könnte? Nee, also es wird auf keinen Fall so wie früher. Mhm. Sie kann im Moment überhaupt nicht sprechen. Mhm. Mhm. Und das ist zwar jetzt mit Sprachtherapie alles im Gange, aber das wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis sie auf Kleinkindniveau ansteigt, sozusagen. Also habt ihr viel vor euch. Ja. Und das wird schon eine anstrengende Zeit überhaupt werden. Auf jeden Fall. Ja. Christine, ich finde toll, was du da machst. Und finde auch toll deine Einstellung. Und versuche es so, wie wir es gerade besprochen haben, durchzukriegen und durchzuziehen. Ja. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke dir auch. Tschüss, danke. Tschüss. Jetzt frage ich meine Regie, mit wem wir weitermachen. Mit dem Andi. Und Andi ist 24 Jahre alt. Hallo Andi. Ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Und was geht's bei dir, Andi? Ja, oder guten Morgen, genau. Es handelt sich bei mir um meinen sozusagen biologischen Vater, kann man so sagen. Mhm. Was ist mit ihm? Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich habe absolut keinen Kontakt mit ihm. Wir wohnen in der gleichen Stadt, ja. Also eine ziemlich kleine Stadt. Wie lange hast du denn schon keinen Kontakt mit ihm? Noch nie gehabt. Noch nie also gehabt. Als Kleinkind schon, aber ich kann mich da nicht wirklich groß dran erinnern. Und bist du bei deiner leiblichen Mutter aufgewachsen? Ja, genau. Und die haben sich ganz früh getrennt, als du noch Kleinkind warst? Ja, genau. Ja. Die hat dann auch danach geheiratet. Ich hatte auch sozusagen einen Stiefvater, bis ich elf war, dann ist er gestorben. Bitte? Der ist gestorben? Der Stiefvater ist gestorben. Und wie kam das, dass deine Eltern das nicht so arrangiert haben, dass du, auch nachdem deine Eltern sich getrennt hatten, dass du doch Kontakt auch zu deinem Vater hattest? Das weiß ich nicht. Hast du deine Mutter nie gefragt? Es ist schwer, weil sie wohnt ziemlich weit weg. Also sie darauf anzusprechen, fällt mir auch nicht wirklich leicht. Ich weiß nicht, wie es ihr fällt, wenn ich jetzt davon anfangen, von meinem sozusagen biologischen Vater zu reden. Ach so, dann war das all die Jahre, als du aufgewachsen bist, war das ein Tabuthema bei ja, euch. Ja, und ich habe es zwar nur durch Zufall rausgefunden. Ach so, und du bist in der Annahme aufgewachsen, dass der Stiefvater dein wirklicher Vater war. Genau. Ah, jetzt verstehe ich das. Und seit wann weißt du das erst, dass du noch einen wirklich leiblichen Vater hast? Als ich 17 war. Mhm. Und wie ist das rausgekommen? Wir mussten damals unser Haus dann verkaufen, nachdem mein Vater gestorben ist. Ja. Meine Mutter hat es noch ein paar Jahre versucht, aber es hat nicht mehr so sie hat das Haus nicht mehr so halten können. Mhm. Und dann auf dem Speicher habe ich sozusagen mein erstes Tagebuch gefunden. Und da stand halt drauf der Name von meiner Mutter und dann der Name von meinem biologischen Vater. Was heißt dein erstes Tagebuch, in das du reingeschrieben hast? Nee, das ist so ein Babytagebuch gewesen, wo meine Mutter geführt hat. Ah ja. Mhm. Und das habe ich auf dem Speicher halt gefunden. Ja, aber der ist nur noch alarmiert und dann geht man noch zu der Mutter und fragt sie, was ist das denn? Oder nicht? Ja, und sie hat mir dann schon gesagt, dass der mein Vater ist. Mhm. Ich kenne ihn auch. Der hat auch in unserer Stadt, ist ja auch ziemlich bekannt, weil er ziemlich viel Kioske und sowas hat. Ach, du kennst den vom Ansehen sogar? Ja, der hat bei uns im Schwimmbad auch den Kiosk und dann habe ich früher auch immer alles umsonst bekommen und mein Bruder, der nicht sein Sohn ist sozusagen, der hat nie was umsonst gekriegt und das sind so Sachen, wo halt bei mir damals hängen geblieben sind. Also hatte er dich immer weiter im Auge? Ja, genau, damals auf jeden Fall. Ja, und hat dich als kleiner Bengel am Kiosk gesehen und wusste, dass du sein Sohn warst, du wusstest aber nicht, dass er dein Vater ist. Ja, damals nicht. So, da hat die Mutter das gesagt, nachdem du das Tagebuch da gefunden hattest. Mhm. Habt ihr denn gar nicht weiter darüber gesprochen? Nicht wirklich. Und dann ich habe auch gemerkt, das war ihr unangenehm. Mhm. Und dann nie wieder danach? Nee. Wie alt ist die Mutter jetzt?
hat heute Geburtstag. Hat heute Geburtstag. Jahrgang 57. Sieben. Also ist der 47. 47, 48, ja. Wirst du sie besuchen? Ja, war ich jetzt auch vor kurzem erst. Ja, nicht mal zum Geburtstag heute. Nee, da fahre ich jetzt nächsten Monat. Ja. Ist sie so fit und gesund? Ja, das auf jeden Fall. Ja. So, jetzt plagt dich die Frage, was ist mit meinem Vater? Genau. Warum und was ist das für ein Typ? Und ja, wahrscheinlich würdest du ihn sogar gerne kennenlernen, oder? Oh ja, sogar sehr gerne. Mhm. Ich habe auch noch zwei Halbgeschwister, zu denen ich keinen Kontakt habe. Und das, also, weißt du, Andi, ich finde, dass deine Mutter diese Fragen aushalten muss und du sie ihr zumuten kannst. Aber wie soll ich sagen, wenn ich es jetzt frage, das ändert ja in der momentanen Situation ja auch nicht viel. Nee, aber erstmal hast du doch wahrscheinlich viele Fragen, was war da eigentlich damals los? Warum habt ihr euch getrennt? Wie lange wart ihr zusammen? Warum habt ihr das nicht so geregelt, dass ich zu meinem Vater weiter Kontakt hatte? Und so weiter, da gibt es ja erstmal viele Fragen zu stellen. Ja, wenn ich so viel daran habe, ich noch nie gedacht. Das würde ich machen. Und sie wird dir sicher auch erzählen können, was das für eine Beziehung war. Die hat ja dann nicht mehr funktioniert. Und warum hat die nicht funktioniert? Das ist der erste Schritt. Das würde ich machen. Ich würde mit der Mutter darüber reden. Und dann der nächste Schritt, du weißt ja, wer das ist, würde ich mit dem Mann einfach mal, ich würde ihm mal einen Brief schreiben. Ja, ich habe halt Angst vor der Reaktion. Was kann dir passieren? Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Ja, ich könnte verstehen. Das ist natürlich jetzt so ein... Ja, von meiner Seite aus her, ich weiß nicht, wie er reagiert, ob er nie dann Kontakt mit mir haben will oder ich habe keine Ahnung. Deswegen würde ich würde da auch nicht hingehen, ich würde auch nicht anrufen, ich würde schreiben. Die Adresse kriegst du ja irgendwie raus, oder? Ich weiß, wo er wohnt. So, dann hat er wirklich die Freiheit, du gibst deine Daten an, wie er dich erreichen kann, dann hat er die Freiheit zu reagieren. Aber er hatte ja schon ein paar Mal die Möglichkeit, als ich... Ja, wir haben deswegen ist es so wichtig. Da war ich direkt neben ihm am Tresen. Und bin ich da gesessen. Ja, deswegen ist es so wichtig, mit deiner Mutter zu sprechen. Was ist da los? Was ist da vorgefallen damals? Hat sie ihm das vielleicht sogar aufgezwungen, dass er sich von dir fernhalten soll? Oder was war da los? Ist ja schon seltsam, dass der Mann, offensichtlich hat er ja ein Gefühl für dich, wenn er dir die Sachen umsonst gegeben hat im Kiosk. Das ist ja ein kleines Signal schon von Herzensempfindungen. Ja, eins weiß ich auch noch. Ich habe damals auf ein Fahrrad von ihm geschenkt gekriegt. So. So Sachen, sowas weiß ich halt noch. Und warum ist der Mann jetzt, oder warum war er immer so zurückhaltend? Warum ist es von ihm aus nicht gegangen? Das ist doch... Vielleicht, weil er jetzt auch Familie hat und ich weiß es nicht. Vielleicht. Du merkst, wir stochern im Nebel. Ja, und das geht mir schon eine Weile so. Ja, aber du musst mit deiner Mama reden. Also, das muss ich auf jeden Fall machen. Unbedingt. Unbedingt. Also, ich meine, wenn du schon hier anrufst und mit dem Thema dich hier meldest, ist es ja klar, was für ein wichtiges Thema das für dich ist. Ja, das brennt mir auch sehr, wenn ich sehe, wenn meine Schwester, also meine Halbschwester oder Halbbruder, wenn ich die ab und zu mal sehe und ich traue mich nicht, zu denen hinzugehen und zu sagen, hey, ich bin dein Bruder oder was. Mhm. Ja, das traue mich das nicht. Auch wenn ich sie jetzt schon öfters gesehen habe, wenn sie direkt vor mir standen teilweise. Ja, ich würde auch das erst über den Vater machen, den Kontakt. Aber die Neugierde hätte ich genauso wie du und wäre genauso gespannt. Oh ja, die habe ich sehr. Ja, jeder wahrscheinlich. Völlig normal. Also. Nur habe ich halt auch in der Hinsicht irgendwie Angst. Ich weiß nicht warum, aber... Ja klar, du kannst ja auch eine Ablehnung erfahren. Es kann auch sein, dass er sich nicht meldet. Kann auch sein. Aber du musst alles, sagen wir mal, was in deiner Macht steht, musst du tun. Auch um hinterher dir keine Vorhaltungen zu machen, hätte ich mal. Und das hast du alles noch nicht ausgereizt. Ja, natürlich. So, ich halt jedes Mal vor der Reaktion, in der Hinsicht, von der negativen Reaktion schrecke ich halt in der Hinsicht zurück. Ja, und wenn deine Mutter da etwas negativ reagiert, dann musst du sagen, pass mal auf, ich habe verdammt nochmal Recht dazu, das ist mein Vater und ich möchte meine Vergangenheit wissen. Auch wenn es für dich vielleicht ein dunkles Kapitel deines Lebens ist, aber ich bin ein erwachsener junger Mann, sag mir, was da los war, ich will es wissen. Sag mir einmal alles und dann lasse ich dich damit auch in Ruhe, kannst du eher so sagen. Ja, das werde ich auch machen. Ja. Lieber Andi, alles Gute und toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss. Schönen Abend noch. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Carmen, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Carmen? Ja, also ich habe es gibt ja mehrere Zwänge. Mhm. Und ich habe einen davon, und zwar ist es der Zwang, Haare rauszureißen.
Deine eigenen Haare? Genau, meine eigenen Haare. Deine eigenen Kopfhaare? Ja. Ja, es können auch die Wimpern sein, es können die Augenbrauen sein. Wie viele Haare hast du noch? Noch viele, weil ich bin erst 23. Ich habe das zwar schon 10 Jahre. 10 Jahre. Aber es ist, glaube ich, für die Krankheit selber noch recht jung, weil ich war ein einziges Mal in einer Selbsthilfegruppe und da waren viel ältere Menschen, also auch männliche und weibliche, es kann beides sein, die wirklich schon da entweder Perücken auf hatten oder Halbglatze hatten. Also bei mir geht's so, dass ich das noch vertuschen kann. Also wenn ich dich jetzt sehen würde und würdest du auf deinen Kopf gucken? Nein, weil ich dann solche Frisuren mache, dass man eine Strähne über die andere legt, dass man es nicht sieht. Ja. Augenbrauenhärchen ziehst du auch raus? Suchst du ja, auch raus? Aber das ist weniger als oben, also da sieht man auch nicht. Und so Haare an den Armen oder Schamhaare, sowas auch? Nee, also Schamhaare geht nicht, das tut zu sehr weh. Ja. Und die Arme sind zu dünn und zu fein, dass es mir nichts bringt, wenn ich die rausreißen würde. In welchen Situationen zupfst du dir die Haare aus? Also entweder sehr stark, wenn ich alleine bin und niemanden habe, also vor allem mein Freund und meine Familie, mehr wissen das auch gar nicht, die mich dann zügeln können und sagen, Moment, stopp, halt. Mhm. Oder wenn ich mir sicher bin, mich sieht keiner, ja, dann, also vor allen Dingen, wenn ich Stress habe, wenn ich irgendwie Probleme habe. Auch wenn du Angst hast? Nee, ich habe Angst eigentlich nicht. Mhm. Oder auch wenn mir langweilig ist. Ich habe das schon mal versucht aufzuschreiben, aber es ist so unterschiedliche Situationen. Zum Beispiel die Situation ist gerade, du warst bei uns in der Warteschleife. Ja. Das heißt, das ist schon, finde ich, eine Stresssituation, wenn man da mehrere Minuten oder viele Minuten sogar warten muss, während ich noch mit jemand anderem rede. Ja, genau, zum Beispiel, da kam es auch. Hast du dir gerade was rausgerissen? Ja, genau. Reißt du dir dann einzelne Haare oder sogar 3, 4, 5, 6, 7, 10 Haare auf einmal aus? Nicht am Stück, aber hintereinander. Aber hintereinander immer ein einziges Haar? Genau. Ja. Was machst du mit den Haaren, die du denn ausgezupft hast? Ja, also mich interessiert eigentlich nur die Wurzel, die esse ich dann. Die isst du dann? Ja. Mhm. Und der Rest fliegt weg. Also das sind ja so ganz kleine Pünktchen nur, diese Wurzeln, ne? Eben nicht. Also es gibt Haare, deswegen, also ich nehme auch nur bestimmte Haare, die unten so eine Gelschicht haben, die richtig dick sind und die einfach wichtig, also die sind die Hauptzielpunkte. Also die dünnen Haare, ich habe ja blondes Haar mit schwarzen, wo ein bisschen gescheckt sind. Mhm. Und ich nehme auch nur die dunklen Haare. Weil die Blonden viel zu fein sind, wie mit den Armhaaren. Wie lang sind deine Haare? Also die sind jetzt ein bisschen über die Schulter. Also ich hatte schon ganz kurz und ganz lang. Mhm. Also die Länge spielt, glaube ich, gar keine Rolle. Ich bin ganz erstaunt, dass du sagst, dass diese Wurzeln, dass das viel ist und dass die vergelt sind und so. Ja. Ich weiß nicht, ich habe so extrem kurze Haare. Ich weiß nicht, ob du siehst im Fernsehen, die kann ich gar nicht rausziehen. Wenn ich rausziehe, da... Gut, man könnte ja mit der Pinzette jetzt rangehen. Also es gibt ja, die Haare wachsen ja nach. Ja, könnte man ja. Mhm. Genau, und dann gehe ich halt, wenn mich dann eins besonders reizt und ich kriege das mit der Hand nicht, dann nehme ich es mit der Pinzette raus. So, dann beißt du oder lutschst du diese Haarwurzeln ab? Abbeißen, genau. Abbeißen, isst die und schluckst die runter? Ja, entweder schlucke ich sie runter oder trinke sie runter oder nehme sie von der Zunge wieder raus. Schmecken dir die? Ja, sehr. Die schmecken dir sogar? Das ist so... Also dieses Gelige macht halt total an, dann das ist so ein nussiger Geschmack und ja, total. Das würde ich jetzt gerade gerne mal ausprobieren, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das schmeckt und dass das nussig schmeckt. Ja, ich glaube auch nicht, dass man sich das vorstellen kann. Das ist doch auch nur winzig klein, das ist doch eine Nuance auf der Zunge. Ja, aber für mich ist es, ja. Und denn das Resthaar schmeißt du weg dann? Ja, genau. Der Moment des Ausreißens, das tut ja weh. Ein paar Sekunden tut das weh. Eigentlich nicht, also mir nicht mehr. Ich merke das nicht. Also es flutscht dann bloß noch so raus. Was ist der Moment der Befriedigung? Ja, Nee, ich frage, was ist der Moment der Befriedigung? Der Moment, wo es rausgeht. Nicht das Essen. Das Essen ist der I-Punkt von dem Ganzen. Also in dem Moment, wo es rausgeht. Ja. So, wenn du das eine Weile alleine gemacht hast, was hast du denn für ein Gefühl? Hast du ein Gefühl... Also in dem Moment bin ich wie apathisch und... Ja, in dem Moment ist klar. Aber danach, wenn dir so klar wird, ich habe jetzt gerade wieder gezupft, so und so lange. Ja, dann ärgere ich mich sehr. Weil wenn es wirklich so harte Attacken sind, dann ist es wirklich so ein Euro-Stück breite Fläche manchmal, wenn es richtig schlimm ist. Und dann ist die ganze Arbeit, wenn man sich mal vornimmt, mal ein paar Tage nicht zu reißen, weil man ja hofft, die wachsen ja danach, dann ist wieder alles im Eimer und dann ärgert man sich total.
Es kann also passieren, dass eine Stelle so groß wie ein Euro-Stück dann weg ist. Warum reist du denn dann immer auf einer Stelle raus? Du kannst doch dann mal weil es sind nur drei Stellen am Kopf, die dazu da sind irgendwie. Also dieses links hinterm Ohr. Ach so, die du bestimmt hast für dich. Ja, genau. Ach so. Du kannst einfach nicht überall irgendwo hingehen, wo du so denkst, hier zupfe ich mal eins raus, sondern das ist ein Teil deiner Zwangshandlung, dass es nur ein paar Stellen gibt am Kopf. Ja, genau, drei Stück gibt es auf dem Kopf bei mir. Nämlich hinterm Ohr, sagst du? Wo noch? Genau, links hinterm Ohr. Dann oben auf der Platte, da wo die ganzen Scheitel sind. Also entweder rechter Scheitel, linker Scheitel, Mittelscheitel. Ja. Da wechsle ich dann halt meine Frisuren, je nachdem, wo es gerade aktuell ist. Und hinten, wo dieser Wirbel ist. Ja. Da hinten am Kopf oben. Das kannst du nicht erklären, warum diese Stellen, warum gerade diese Stellen, das ist so. Das kann ich nicht erklären, Und es ist auch nur die linke Hand, die reißt. Also die rechte macht gar nichts. Obwohl du Rechtshänderin bist? Rechtshänder, ja. Aha. Es ist nur die linke, die reißt. Auch verrückt, ne? Ja, schon. Also als würde man die gute Hand dafür nicht benutzen wollen. Ja, vielleicht. Kann mir das auch hast gar du nicht sonst irgendwelche anderen Zwänge auch noch? Nein, also nicht bewusst. Also nicht bewusst. Kein Waschzwang, kein Kaufzwang. Ja. Nichts, nee. Und seit 10 Jahren, seit deinem 13. Lebensjahr geht ja, das genau. Ungefähr. Da musst du unbedingt zu einem Therapeuten. Aber sowas von unbedingt kam, finde ich. Ja, ich weiß nicht. Warum? Ja, bei mir ist es halt so, wenn ich irgendwie. Weil jetzt klinge ich noch lustig, jetzt klinge ich motiviert, aber wenn ich so richtig in mich gehe und über vieles nachdenke, dann komme ich nicht klar damit. Dann fange ich an zu weinen, dann kriege ich kein Wort raus und davor habe ich Angst vor diesem Schritt, dass jemand so richtig tief in meine Seele greift und sagt, so und von da kommt es her. Aber nur so wirst du verstehen, warum das so ist und du wirst auch verstehen, du wirst auch lernen, das zu unterlassen. Nur so. Ja, weil es war halt in der Selbsthilfegruppe, musste halt jeder sagen, irgendwie, warum oder was er vielleicht für ein Schlüsselerlebnis hatte. Und die hatten alle, was weiß ich, Vergewaltigung, die hatten alle Familienprobleme, Schlägereien, Beziehungsprobleme. Aber ich habe das alles nicht gehabt. Ich hatte keine schlimme Kindheit oder irgendwelche Erlebnisse. Wie oft warst du in dieser Selbsthilfegruppe? Einmal nur. Ein einziges Mal. Und dann hast du keinen Bock mehr gehabt, hinzugehen. Nee, das war kurz vor der Ausbildung. Da war ich gerade kurz vorm Abi. Meine Mutter wusste nicht mehr richtig, wohin mit mir. Sie konnte mir nicht helfen. Ich konnte auch nicht reden darüber. Das ist ja jetzt schon weit, weit besser geworden. Und da hat sie gesagt, komm, wir fahren einfach mal dahin. Und dann bin ich aber in Schwarzwald gezogen, in die Ausbildung. Und seitdem war das nie wieder ein großes Thema. Könntest du dir denn eher vorstellen, nochmal in so eine Selbsthilfegruppe zu gehen oder direkt zu einem Psychologen? Ja, also ich glaube, wenn dann schon den harten Weg, dann würde ich lieber zum Psychologen gehen. Also wenn schon, denn schon. Also es ist natürlich immer die Frage, wie bei allen Dingen der Gesundheit, auch bei Ärzten, dass man einen Menschen seines Vertrauens finden muss. Ja. So, wenn du den gefunden hast, das ist dessen Job, sich mit sowas auseinanderzusetzen, und der kann das auch, und dann, was hast du zu verlieren? Das ist immer, finde ich, das Hauptargument. Was hat man zu verlieren? Du kannst jederzeit gehen, wenn du keine Lust mehr hast. Oder wenn du denkst, mit dem geht das nicht, die Chemie stimmt nicht. Aber du hast die Chance, dass du dir selbst auf die Schliche kommst, mit Hilfe eines Fachmanns. Ich würde es dir dringend empfehlen. Wenn du das ist ja so dezidiert, wie du das gerade geschildert hast, und so eingefahren, diese Zwangsverhaltensweise, da musst du zu einem Psychologen. Meine Psychologin hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja, okay. Und ich würde gerne, dass du mit ihr noch ein paar Worte sprichst. Ja, gern. Alles Weitere kann sie dir dann auch noch erklären, was du eventuell tun könntest. Das ist sehr nett, ja. Dann legst du bitte auf und die Magdalena, das ist meine Psychologin heute Nacht, ruft dich gleich an. Sie ruft mich gleich zurück, wunderbar. Alles Gute. Vielen Dank, ne? Tschüss. Schönen Abend, ciao. Ja, hier ist jemand, der heißt oder die heißt Hickey, stimmt das? Ja, es stimmt. Ist das ein Kosename? Ja, weil ich heiße richtig Hikmet, aber das kann niemand aussprechen und daraufhin haben wir es abgekürzt. Dann sagen wir Hickey. Ja. Hickey 24. Genau. Um was geht's denn, Hickey? Bei mir geht es darum, meine Familie hat jetzt den Kontakt zu mir abgebrochen seit 4 Jahren und seit 4 Jahren finde ich auch keinen Partner und es liegt alles einzig und allein an meinem Beruf. Die kommen damit nicht klar. Die Familie hat den Kontakt abgebrochen. Du findest seit 4 Jahren keinen Partner. Was hast denn du für einen Beruf?
Sicherheitsdienst. Also ich mache Personenschutz, Detektei, Alarmverfolgung, Objektüberwachung. Ja, ist okay. Was hat die Familie dagegen? Das gehört sich für eine türkische Mädchen nicht. Ach. Also du bist ein türkisches Mädchen. Also deine Eltern sind, die Ahnen kommen aus der Türkei. Du bist hier geboren in Deutschland? Ja, wie all meine Geschwistern, die auch mit mir keinen Kontakt haben wollen. Ja, ich hatte gerade gefragt, du bist hier in Deutschland geboren? Ja. Du bist geboren hier in Deutschland? Mhm. Ja. Also Sicherheitsdienst ist doch ein ganz solider, ordentlicher Job, finde ich. Das machen auch viele Frauen immer wieder. Warum passt das nicht so in das Bild deiner Familie? Nur weil du eine Frau bist? Ja. Mhm. Auch vielleicht dadurch, dass ich jetzt da im Geschäft erst seit zwar 4 Jahren dabei bin, aber seit 3 Jahren bin ich auch da Teamleiterin. Ich weiß nicht, ob das vielleicht meinen Schwager nicht passt, dass ich als Frau so eine hohe Position habe, aber auch die Männer, die wollen keine Beziehung, sobald sie mitkriegen, dass ich im Sicherheitsdienst bin. Alle Männer, oder wie? Ja, alle. Also ich habe sehr viele deutsche Beziehungen hinter mir. Also ich suche mir extra Deutsche raus, weil ich bin keinen türkischen Mann. Mhm. Aber sobald die Männer dann, wir verstehen uns wunderbar, die sagen, ich bin süß und alles Mögliche. Und sobald wir über den Beruf reden, dann blocken die ab. Hast du gerade gesagt, ich habe es nicht verstanden, ich kriege keinen türkischen Mann oder ich möchte keinen? Ich möchte keinen. Warum? Weil die zu engstirnig sind. Die sagen immer, Frau gehört hinterm Herd, Kinder zeugen und der Mann darf fortgehen. Und da bin ich dagegen. Mhm. Dennoch werden wahrscheinlich auch die deutschen Männer, kann ich mir vorstellen, die meisten Angst vor dir haben. Wenn du bist eine selbstbewusste, starke Frau und bist auch noch in so einem Job tätig, der so immer noch hinlänglich sehr maskulin ist, dass die Jungs da erstmal zurückschrecken. So erkläre ich mir das. Aber ich verstehe das halt nicht. Die für One-Night-Stand hätten sie aber nie was dagegen. Aber eine Beziehung wollen sie dann nicht. Und ich bin echt fix und fertig. Ich habe selber einen 3-jährigen Sohn, bin jetzt alleinerziehend. Ach, du hast schon einen Sohn? Ja. Das heißt, hat es mit der Beziehung dann doch schon mal, oder war das nur eine Sexgeschichte? Da war ich noch, nee, das war eine Beziehung, aber damals war ich noch in der Lehre. Ja. Und sobald ich die Lehre mit sehr gut abgeschlossen habe, hat er gesagt, und tschüss, er ist dann abgehauen. Ja. Ich möchte dich noch was zu deiner Familie fragen. Wenn du, das wusstest du ja damals auch schon, dass deine Familie wahrscheinlich da ziemlich abweisend darauf reagiert, dass du als türkischstämmige Frau im Sicherheitsdienst arbeitest. Das hat dich aber nicht davon abgehalten, dass dennoch dann in diesen Beruf reinzugehen. Nee, die haben mir am Anfang auch gesagt, das stört die nicht, weil die haben in der Hoffnung halt gelebt, dass ich es nicht bestehe. Ach so. Die haben halt gedacht, komm, lass mal ihr Traum leben und die wird durchfallen und dann steckt man sie in eine Fabrik rein und dann soll sie aus der Türkei den Cousin heiraten. Mhm. Und habe ich ja nicht gemacht alles. Und so, nachdem die dann gemerkt haben, dass du durchaus in dem Beruf Fuß fassen wirst und dass du gut bist und darin bleiben wirst, haben die dann relativ schnell von heute auf morgen gesagt, Schluss, dann wollen wir keinen Kontakt mehr? Es ging so, ich kam eines Tages nach Hause und sagte, Mama, ich habe es bestanden, mein Chef übernimmt mich und so. Mhm. Dann ging mein Vater auf mich mit einer Mineralwasserflasche auf meinen Kopf los, also dass ich Platzwunden hatte ohne Ende. Mhm. Und dann wurde ich rausgeschmissen, ich musste selber Krankenwagen rufen und so und habe auch keine Anzeige gemacht, weil ich habe gedacht, die beruhigen sich, aber und jetzt wird immer schlimmer. Seit 4 Jahren Sendepause? Ja. Nichts. Das ist aber auch sehr schlimm für dich sicher, oder? Das Schlimme ist halt, wenn die an meinem Betrieb vorbeilaufen, ich sehe die halt, weil das ist so ein riesen Einkaufszentrum, wo ich Objektüberwachung mache und wenn ich die da vorbeilaufen sehe und die nennen mich so Schlampe und so und oder die machen da Stress und ich muss die rausschmeißen. Ach so, so weit kommt es auch, dass du deine eigenen Leute rausschmeißen musst. Ja, weil die denken halt, dass ich vielleicht irgendwann aufgebe und sage, okay, ihr habt gewonnen, schmeißt meinen Job hin und so und kommt zu euch zurück. Wie empfindest du so ein Verhalten? Ganz ehrlich, ich finde es kindisch hochziehen, aber mir tut das weh, dass der Kleine immer fragt, Mama, habe ich keine Tante, Mama, habe ich keine Oma und so. Und die wohnen gerade 2 Kilometer weiter weg von mir. Also ich finde es auch, muss ich dir sagen, ich finde es auch sehr traurig. Eigentlich sollten deine Eltern stolz sein, du machst deinen Weg und du machst einen ordentlichen Beruf, du verdienst dein Geld.
Das ist doch schon mal eine tolle Sache. Sie müssen ja den Beruf nicht gerade toll, Sie müssen das ja nicht super schön finden, aber es ist halt dein Weg. Ich finde es auch sehr traurig, dass Eltern sich dann abkehren. Da gibt es eigentlich auch gar keine Entschuldigung für. Ich weiß ehrlich nicht mehr, was ich sagen soll, weil die sagen, ich soll zusehen, was ich mache. Die haben keine Tochter mehr, also eine vierte Tochter haben sie nicht. Ich frage nochmal, sonst ist nichts vorgefallen, was sie zu dieser Aussage hätte bewegen können? Nee, die haben ja nichts mal dagegen gehabt, wo ich darüber damals geredet habe, dass ich das machen will. Die haben nie was dagegen gehabt. Also erstmal Hut ab vor dir, dass du deine Sache so weiter durchziehst. Das finde ich erstmal toll, sage ich dir, obwohl es sehr schwer für dich ist. Ja. Und die andere Sache, warum du da keine Männer findest, verstehe ich nicht. Ich kann mir so eine lose Erklärung, wie ich es gerade schon gesagt habe. Aber verdammt nochmal, da muss doch auch mal ein richtiger Kerl drunter sein, der das auch gut findet. Einerseits wollen die Männer doch immer Frauen, die selbstbewusst sind und... Ja, einen Kerl hatte ich ja gehabt und der hat dann halt meinen Sohn gegen Wand geschmissen, dass er Kieferbruch hatte, wo ich mich von dem dann getrennt habe, ja, wo ich bei der Arbeit war. Das ist natürlich auch... So soll es natürlich nicht sein. Jetzt ist die Sendung gleich vorbei, Hiki. Hm? Aber du legst mal bitte jetzt gleich auf und wir rufen dich sofort wieder zurück, okay? Okay. Bis gleich. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's von uns für heute und für diese Woche. Und ich bedanke mich bei meinem Team, bei Uli Krapp, Katrin Paulsen, Marco Rösseler, Michael Verhoeven, Christian Part, Vivian Merchak, Florian Jocham. Und jetzt nochmal unsere Themen. Nächste Woche, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema In der Disco passiert. Und dann unser Donnerstagsthema Transplantation und Organspende. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ist ja wahrscheinlich das letzte richtige Winterwochenende. Also wer Spaß hat am Winter, genießt den Schnee nochmal. Alles Gute, bis Montagnacht. Bis dahin, tschüss.